So, und da sind wir dann auch schon wieder. Und jetzt gehen wir einfach mal zum anderen Ende, weil hier jetzt mit den ganzen Höhenunterschieden... Ach, das Piratenschiff aus The Wind Waker. Ein schöner Haufen Deppen. Von der Story her fand ich The Wind Waker eines der schönsten Zelda-Spiele. Übrigens, das hier, das machen wir mal ganz kurz ab. Dass das hier nicht so tief runterhängt. Dass da noch ein bisschen Platz ist. Wow, habe ich da die Ecke beleuchtet. Das sieht man jetzt erst. 1, 2... Muss ich allerdings hier oben dann schon den ersten draufstellen. Da haben wir mal genug davon. So. Eins. Wie viel waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Und die Schulnote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Na, guck mal ein bisschen, was kriegen wir ja noch an Holz daraus. Ja. So, die können wir hier... Ups. Die können wir theoretisch auch hier einfach stehen lassen. Stellen wir es einfach mal hier hin. Ich hätte gerade fast hier Holzplatten gekraftet. Aus Versehen hätte ich schon fast draufgedrückt, so im Gedanken. Wie viel waren wir hier? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, und jetzt kommt es, ja, da passt sogar noch eine Fackel drauf. Den einfachen Grund, weil ich auch nicht weiß, wie weit das Holz hier und das ganze andere Zeug jetzt noch reicht. Dann haben wir erstmal hier... Jetzt könnte ich so ein schönes Zeichen über dem Kopf gebrauchen oder so ein aufblinkendes Symbol hier, Idiot. Das wird jetzt gut passen. Seite auch noch einer. Zwei sogar. Sowas fällt einem auch immer recht spät erst auf. Das hätte nicht sofort beim ersten Block auffallen können. Nein, das musste ja beim 10.000. Block... Wenn man rückwärts läuft, sollte man auch auf die Zurücktaste drücken. Kurzes Stück im Gegensatz zu denen, das wir gerade gemacht haben. Hätten wir Eisen dabei, könnten wir uns jetzt sofort hier Äxte bauen und dann da hinten in den Wald so ein bisschen fällen gehen. Aber da wir sowas nicht dabei haben, geht das natürlich nicht. Obwohl in der Theorie könnte das sogar... holzmäßig fast schon aufgehen. Hm, obwohl... ja, nicht. So, jetzt verteile ich erstmal noch weiter das Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir mal hier bis zur Kante erstmal. Warum man Holzplatten mit der Spitzhacke abbauen muss. Da haben wir auch schon Gedanken drüber gemacht. Das hat eigentlich einen ganz logischen Hintergrund, weil sich alle Halbplatten eine ID teilen
ist es natürlich so, dass das gute Holz sich der Mehrheit beugen muss. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und deshalb ist das halt so. Eins, zwei, nein! Eisen. Ups. Da bin ich jetzt erschreckt, weil die Musik auf einmal so laut wurde. Das ist diese, so eine Schockmusik. Ich weiß nicht, zwischendurch gefällt sie mir und dann kommt diese Passage, die einem nicht gefällt. Na egal. Dieses Eisen da, das nehmen wir jetzt einfach mal mit, so, weil es hier in der Ecke ist, weil ich es gerade sehe. Und weil es wahrscheinlich auch nicht allzu viel ist. Na, herzliches Dankeschön, lieber Minecraft-Gott. Aber der mag mich nicht. Naja, jetzt müssen wir halt mit dem Regen klarkommen. Ich werde mich jetzt nicht irgendwo verkriechen, wo es trocken ist. 2, 3, 4, 5, 6, 1, muss ich hier mal nachdenken. Ja, sowas kann ich, nachdenken. Ist nicht ganz so meine Hauptdisziplin. Nein. So, jetzt können wir erstmal weiterbauen. 5, 6, haben wir noch 2 Stacks. Gut, dann können wir den erstmal hier dran noch setzen. So viel Holz fehlt gar nicht mehr, wie ich getan habe. Und es gefällt mir eigentlich zunehmend besser, das ganze Gerät hier. Optisch macht es einiges her hier in der Umgebung, besonders wenn die Fackeln dann noch draufstehen. Wir können ja auch Stück für Stück dann diese rausguckenden Steine durch Glowstone ersetzen, das wäre natürlich auch toll. So, ich würde sagen, für den Rest machen wir jetzt noch zu Halbstein, dann können wir vielleicht noch ein Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Das können wir wirklich machen, das mit den Glowstones. 1, 2, schade. So, hier geht's dann jetzt hoch. Erstmal nur ein Feld. Das Lied gefällt mir. Und das bleibt auf jeden Fall in der Liste drin. Das möchte ich öfters hören. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Nicht, dass ihr mir jetzt sagt, was hast du da für eine scheiß Mucke am Laufen. Mach das mal wieder aus. Das will doch kein Mensch hören. Naja.
Ich hätte es wenigstens als Trittplatte benutzen können, aber dafür war es noch zu hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt wieder das böse Kampflied. Das mache ich auch mal kurz wieder raus. Ah, und es war jetzt einen kurzen Moment, war es richtig schön ruhig hier. So, da wir jetzt ja eh zurück müssen, können wir dann auch unser Glowstone mal holen. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück zu unserer Crafting-Box, die wir theoretisch jetzt auch ein Stückchen weiter in die Richtung hier versetzen können. Obwohl, eigentlich könnten wir jetzt ja dann, wenn wir schon mal hier sind, schon mal anfangen zu verglasen. Über. Die Box, die reiße ich jetzt noch ab, die muss ich hier irgendwo in der Pampa rumstehen. Davon würde ich ja bessere Verwendung. Passt. Das ist hier eine sehr dünne Angelegenheit. Das hätte man irgendwie komfortabler machen müssen. Mein Gott, sind halt Platten. Der Vorteil ist, wenn wir natürlich jetzt Glowstone verwenden anstatt der Fackeln, dass der Glowstone auch nach unten hin scheint. Plumpse macht, das mal auf Babydeutsch auszudrücken. So. Puh, dass wir trotzdem noch so wenig Glas quasi überhaben oder überhaupt Glas überhaben, das verwundert mich doch irgendwie. Nee, oder? Jetzt habe ich nicht das Falsche kaputt gemacht, doch. So. Wir müssen sowieso mal gucken, wie das genau aussieht, wie viel wir noch brauchen. Das Thema dieser Folge ist auf jeden Fall, oder vielmehr dieser Aufnahme, wir bauen uns zu Tode. Erstmal das Holz. Ne, das Holzdach können wir alleine nicht fertig machen. Ja, auch blöd. Wir müssen auf jeden Fall beides haben. Wir brauchen Glas und Holz. Theoretisch kann ich das jetzt hier auch schon einfach mal ablaufen. Das ist Hintergrundmusik, die jetzt wieder komplett zu Minecraft passt, falls man das über den Regen hinweg hört. Ach Gott, nee. Was krieg ich? Na gut, ein bisschen was kriegen wir daraus sogar noch. Ein bisschen was bleibt über.
Sprengholz haben wir eines der vollsten Inventare geleert, das ich je geleert habe. In der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall Holz holen gehen und auch wieder etwas Sand. Erstmal mache ich jetzt eine kurze Unterbrechung.